Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Ankh, Herz des Osiris. Ja, bevor ich jetzt hier anfange mit dem Let's Play, ganz vorweg gesagt ist, dass die nächsten 3 bis 4 Parts komplett vorproduziert sind. Das heißt, ich kann währenddessen nicht nachgucken, oder werde währenddessen nicht nachgucken, was dementsprechend auch so mit heißt, dass ich auch keine Möglichkeit habe, irgendwie schneller voranzukommen. Mit anderen Worten, wenn ich irgendwas fehlerhaft mache, dann tut es mir leid. Falls ihr dann eine bessere Lösung habt, falls ich vorproduzieren soll, was ich ja muss, Wenn alle Planeten eine Reihe ergeben, dann ist der große Geburtstag des heiligen Seth. Seine Tür wird sich öffnen und ihr werdet ihm huldigen. Okay. Ich finde interessant, dass die Statue nicht ganz komplett ist übrigens. Aber na gut. Diese seltsame Maschine zeigt verschiedene Termine an. Okay. Was ist das hier? In diesem Kasten rumort es gewaltig. Das Ding ist offen. Bloß nicht anfassen. Das könnte glatt ein Schleifstein sein. Und natürlich fahren auch wieder LKWs. Ja. Schleifstein? Tatsache. Und jetzt? Das Ding ist jetzt am hinteren Ende geschliffen. Okay, kann ich das jetzt einfach hier reinklatschen eventuell? Das wird nicht funktionieren. Warte mal, da war ein Auge. Priesterstab. Ein völlig aus der Mode gekommener Priesterstab. Das wird nicht von ein völlig aus der Mode gekommener Priesterstab. Das Scharnier funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren. Hä? So weit, so gut. Okay. Schön, dass das eine Kerze ergibt auf den Kuchen. Diese seltsame Maschine zeigt verschiedene Termine an. Ach so, hier ist was aufgegangen. Ich hab hier es jetzt erst. Entschuldigung, kann mal passieren. Endlich, endlich, endlich! Was ist es heute? Was? Was? Nein, nein, sag nichts! Lass mich raten! Oh, ich bin so aufgeregt! Rinder! Eine gewaltige Rinderherde ganz für mich allein! Oh, wie schön! Ach nein, das hatten wir ja schon vor 200 Jahren! Ihr habt euch sicher was Neues überlegt! Wir? Überlegt? Ich hab's. Ein Zepter. Eines aus Gold und Platin und viel größer und schwerer als mein altes. Nein? Auch nicht? Was könnte es noch sein? Sag mal, wer bist du überhaupt? Warum hast du kein Sithgewand an? Ach so, ja, genau. Maus bewegen. So. Sithgewänder sind doch völlig out. Ich werde eigentlich nur von meinen Gläubigen geweckt. Soll das etwa bedeuten, dass heute gar nicht mein Geburtstag ist? Was denn jetzt für ein Geburtstag? Du hast doch nicht meine Uhr verstellt, oder? Ich? Also... Was meinst du, wie lange es dauert, bis das Modell wieder richtig eingestellt ist? Mensch, Mensch, Mensch! Kaum versinkt man mal ein paar Jahrhunderte im göttlichen Schlaf, kommt so ein Typ angestreunert und macht alles durcheinander. Na gut, du wirst mich ja hoffentlich nicht zum Spaß erweckt haben. Um was für ein Geschäft soll es gehen? Verleih mir göttliche Kraft, auf sich nicht. Zeig mir den Weg nach draußen, Erdbeertorten.
Ich will eine Erdbeertorte, okay? Schlaufe. Ja, komm, mach mir mal. Verleihe mir göttliche Kraft. Göttliche Kraft? Weißt du eigentlich, wen du vor dir hast? Ich bin der mächtige Seed. Ich bin derjenige, der Osiris besiegt und seine Körperteile in alle Winde verstreut hat. Bis auf sein Herz. Das bewahre ich als Andenken auf und als Möglichkeit, ihn zu beherrschen. Seitdem ist Osiris in der Unterwelt gefangen. Warte mal, Osiris ist mein Beschützer. Osiris, dem habe ich einen Tempel in meinen Palast gebaut. Nicht nett von dir, andere Götter, das Herz zu stehen. Hier. Osiris, dem habe ich einen Tempel in meinem Palast gebaut. Moment mal, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Was meinst du mit auf welcher Seite? Auf meiner natürlich. Ich meine, auf welcher Seite stehst du im bevorstehenden Kampf der Götter? Kampf der Götter? Die Zeit der großen Schlacht ist nicht mehr fern. Die Götter rüsten sich zum Kampf. Der Hüter des Ankh hat versagt. Die göttliche Macht ist freigesetzt und jeder strebt danach, sie für sich zu nutzen. Osiris Macht wächst. Doch er wird nichts ausrichten können, solange sein Herz mir gehört. Eine große Macht wohnt diesem göttlichen Herz inne. Eine Macht, über die ich verfüge. Die Karten werden neu gemischt. Wer regiert über die Menschen? Wer über die Unterwelt? Wenn die Planeten die Konstellation des Kamels eingenommen haben, wird sich das Schicksal der Götter entscheiden. Und jetzt entschuldige mich. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Immer wieder schön, so eine Plauderei mit den Göttern. Worum ging's nochmal genau? Also ich finde das schön, dass hier der Eimer ständig runterkommt, ne? Also... Naja. Hört mich da oben jemand? Das gibt's doch nicht. El Caravano, du hast es tatsächlich geschafft. Läuft alles nach Plan? Alles bestens. Bin so gut wie weg. Viel Glück. Läuft alles... Naja, man bekommt ja nichts geschenkt. Wir haben für dich gesammelt. Nimm diesen Proviant. Er wird dir sicherlich weiterhelfen. Entschuldigung. Ich hinterfrag's einfach nicht. Aber ich hole erstmal das Herz da hinten. Also ich glaube doch, dass das Herz ist, weil Heiligtum und so. Hab's eingesteckt. Du? Du wagst es, die Urne zu nehmen? Verfluchter! Huch, der schlecht gelaunte Seth ist zurück. Dies ist die Urne, die das Herz des Osiris in sich trägt. Ich habe es ihm eigenhändig entrissen. Und ich brauche es, um mich im Kampf der Götter gegen ihn zu behaupten. Zur Strafe werde ich dich jetzt mit meiner göttlichen Macht zerschmettern. Wie soll das denn aussehen? Ich schicke meine Armee der Skorpione. Nicht nochmal darüber reden. Ach komm schon. Die ganze Umstände nur für ein. So ein Herz. Gut zubereitet sind Skorpione meine Lieblingsspeise. Ich bin gerade ein bisschen am Hin und Her überlegen, bin ich ganz ehrlich. Ach komm, was soll's. Gut zubereitet sind Skorpione meine Leibspeise. Spotte nur, kleiner Pharao. Meine Armee der Skorpione hat andere Armeen ausgelöscht und ganze Länder verwüstet. Wir sehen uns in der Unterwelt wieder, wenn ich deine Seele verspeise. Erzittere vor meiner Armee der Skorpione! Was? Das ist die Armee der Skorpione? Naja, es waren mal mehr, vor ein paar Jahrhunderten. Aber auch dieser eine kann dich in Sekunden töten. Ein einzelner jämmerlicher kleiner Skorpion mit Altersschwäche? Und der hat ja nur noch 5 Beine.
Ich werde euch Kombattanten jetzt eurem Schicksal überlassen. Du wirst jämmerlich zugrunde gehen, vorlauter Pharao. Ha! Ich finde das immer so herrlich, wie ja manche Spieleentwickler ihre, ich nenne es jetzt mal Boss, halt Bosse, designen, ne? In dem Fall, Moment. Das wird nicht funktionieren. Er mag zwar altersschwach sein, aber ich gehe kein Risiko ein. Er mag zwar altersschwach sein. Ja, verstanden. Aber ich gehe kein Risiko ein. Alter. Er mag zwar altersschwach sein, aber ich gehe kein Risiko ein. Das wird nicht funktionieren. Danke. Alter, erstmal so eine halbe Stunde. Das wird nicht bis funktionieren. Ich mal da treffe, oder ich was? Nehme mal diesen komischen Klumpen heraus. Können wir das bitte nicht im Inventar pochen? Das wäre ganz schön. So. Es fehlt eine Abdeckung. Das wird nicht funktionieren. Undichte Stelle betrachten. Das wird nicht vom. Das Loch ist mit Wasser vollgelaufen. Naja. Das wird nicht funktionieren. Da fließt nichts mehr ab. Okay, und was bringt mir das jetzt? Das wird nicht funktionieren. Knoten? Das hat mir nie jemand beigebracht. Läuft alles nach Plan? Alles bestens. Bin so gut wie weg. Viel Glück. Okay, also da kriegen wir nichts mehr, großartig. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Dank unbekannter Umweltsünder ist mein Weg in die Freiheit versperrt. Habe den Deckel aufgenommen. Der Pappdeckel eines Call-a-Couscous-Gerichtes. Dank unbekannter irgendjemand scheint den Tempel als Müllgrube zu verwenden. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Hab das Kerlchen sicher verwahrt. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Und schon hänge ich mal wieder. Aber ist ja nichts Neues für euch. Also wir haben jetzt den Skorpion sicher verwahrt. Das ist ja schon mal schön und gut, aber... ich weiß jetzt auch nicht, was das uns weiterbringt. Sollen wir vielleicht nochmal zurück? Ich weiß... oh, Moment, hier ist eine was. Eine biegsame Wurzel. Mal sehen. Aha, tatsächlich bringt die was. Das jetzt mit dem Loch. Das wird nicht funktionieren. Nicht? Das hier mit dem Loch? Tatsache. Da ist ein Wiesel, das sich zur nächsten Höhle gegraben hat. Ach so, wir müssen jetzt... ich verstehe. Logisch denken und so, ne? Ah, hier ist auch nochmal. Den Stein lege ich mal zur Seite. Okay.
Ja, gut. Das Loch, das durch die fehlende Bodenplatte entstanden ist, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Ach so, wir sollen es jetzt noch jagen lassen, sich. Also verjagen. Oder es macht den Skorpionbeine. Ja gut, so geht's natürlich auch, ne? Hab's ja nicht gesagt, dass es nicht so geht, aber ich muss mich schon etwas empört stellen jetzt gerade. Also so eine Tierquälerei in so einem harmlosen Kinderspiel geht ja wohl gar nicht. Okay, mal Spaß beiseite. Es war lustig natürlich. Vor allem, was ist das bitte schon für eine Logik? Wir haben anscheinend zwei Erdnüsse, obwohl es drei sind. Und dann nur noch so eine Tierprügler. Ich weiß nicht. Also irgendwie. Ich glaube, die Entwickler haben den Schuss nicht gehört. Egal. Und ich erkenne das, was da im Hintergrund ist. Und wenn das jetzt wirklich der Ort ist, wo ich rauskomme. Oder wo ich rauskomme. In dem Fall als Spielfigur. Dann ist es richtig cool. Ja, es ist richtig cool. Richtig schön. Ey, jetzt, ich lache, wenn er jetzt echt noch über eine Banane oder so latschen würde. Nicht mal, schade. Oh nein, Bananen und Zielscheiben in Pharao-Form. Hilfe! Richtig gut, also... Ah, hier gefällt es mir schon besser. Ich werde mich kurz ausruhen. Thumbnail Time. Ach ja, schön. Tja, und deshalb wurde ich in die Wüste verbannt. Mann, was für eine gruselige Geschichte. Wer ist dieser nackte, hässliche Mann, der in unserem Wasserfall duscht? Das wird doch nicht. Der Pharao. Morgen, Jungs. Wähler, Ausnutzer, Feind Ägyptens. Hey, jetzt mal ganz ruhig, Freunde. Wir sitzen alle im selben Boot. Aber unser Todfeind. Ich gehe die Bananen holen. Ephraim, vielleicht sollten wir uns einen Moment die erwachsenen Menschen benehmen und ihn erstmal erzählen lassen, was er hier treibt. Wenn's sein muss. Und so kam es, dass dieses Gespenst auf meinem Thron sitzt und ich in einem fürchterlichen Steinbruch arbeiten musste. Dann war es also der untote Dinar, der mich aus der Stadt geworfen hat. Das heißt, es gibt einen viel größeren Feind als den Pharao. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn Dinar dieses Herz des Osiris in die Hände fallen würde. Ägypten würde von Osiris regiert werden. Ich würde das Ankh niemals zurückbekommen. Und ich müsste mir für immer selbst die Zähne putzen. Und wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir diesen Feind vielleicht besiegen. Zusammenarbeiten mit dem Pharao. Gut, wenn es sein muss. Tut mir leid, er hat es irgendwo verdient, leider Gottes, weil... Ne, er behandelt ja nicht wirklich alle so gut, ne? Na gut, schneiden wir doch mal. Auf meiner Reise habe ich ein paar schwere Gegenstände mitgenommen, die ich gern wieder los würde. Zum Beispiel diesen Klumpen. Sieht aus wie das Herz von Osiris. Nicht wahr, oder? Du hast das Herz von Osiris? Du kannst das gerne haben. Ich habe schöneren Schmuck in meinem Palast. Was machen wir jetzt damit? Wer könnte wissen, was zu tun ist? Asil, hast du nicht etwas von einem Lehrmeister auf dem Basar erzählt? Lehrmeister ist vielleicht übertrieben. Er verkauft gefälschte Wettinformationen. Wir müssen diesem Lehrmeister das Herz von Osiris geben. Er wird wissen, was zu tun ist. Wir brauchen eine geeignete Verpackung. Eine Urne oder ein anderes Gefäß. Wie wäre es hiermit? Der Pokal? Eine gute Idee. Wenn du bereit bist, ziehen wir los. Ach so. Ach so, ich kann nicht tauschen. Heißt, man kann nicht vielleicht das mit... Tja. Nicht? Was soll ich denn damit? Auch nicht. Ach so, ich... Habe hier noch ganz viel Kram. Wow, was für eine Sammlung. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie finde ich es lustig, dass sich das hier dann ja so fett noch ansammelt, der Kram.
und sich nicht verwenden lässt. Warum ist da überhaupt ein Sandwich drin? Es gab nie ein Sandwich. Ich finde es unfair. Ich krieg wieder Hunger, Leute. Ich habe nämlich noch nichts gegessen vor der Aufnahme. Das ist wieder mal typisch ich. So, ich will jetzt aber auch noch mal nach hinten gehen, weil ich ganz gerne wissen möchte. Eine große Zucht, allein um sie dem Pharao bei Prozessionen unter die Füße zu werfen. Okay, schade. Ich dachte, es kommen irgendwie neue Sprüche. Ach, Moment, warte mal. Die Figuren habe ich gerade noch gesehen. Eine Zielscheibe in Form des Pharao. Wow, also nicht wirklich viel verändertlich. Also, in dem Sinne, dass halt nicht viel vom ersten zum zweiten Teil anders ist mit den Sprüchen. Quasi so. Viel Spaß bei deinen Reisevorbereitungen. Ein wahres Wunder der Natur. Eine scharfkantige Muschel. Ich kann Wasser nicht leiden. Und dieses hier schon gar nicht. Ja, und weiter? Ich kann Wasser nicht leiden. Und dieses hier schon gar nicht. Ja, ich hab's verstanden. Moment. Das sollte ich mir genauer ansehen. Ach, er kann's öffnen. I understand. Ja, gut, klar. V kann nichts öffnen, aber der... Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Schade drum. Schade drum. Okay, Hallo? Tja. Warum? Ach, die hat echt nicht viel zu sagen. Was ist hier mit Pharao? Tja. Ich glaube nicht, dass das wird nicht funktionieren. Das steht... Und du sollst bloß nicht nehmen zu ernst den ganzen Kram. Das steht. Und du sollst bloß nicht nehmen zu ernst den ganzen Kram. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Na gut. Ich würde sagen... Ja, ich will eigentlich die Muschel noch mitnehmen. Auch aus welchem Grund auch immer es Sinn ergebe. Aber es wird ja einen Sinn haben. Ich spreche nochmal mit allen. Wenn du bereit bist... Na gut, den hatten wir nämlich schon. Ich find's nicht gut, dass der Pharao hier herumschleicht. Hat Tara noch irgendwas zu sagen? Hallo, Asir. Ah, mit ihr können wir aber wenigstens konversieren. Oder wie das wortlich aussprechen lässt. Entschuldigung, Konversation führen, so wollte ich sagen. Da. Wegen unserer Beziehung. Ja? Was ist damit? Ich was du ohne mich verpasst. Wolltest du es nochmal versuchen? Wollen wir es nochmal versuchen? Ha! Wie stellst du dir das denn vor? Ich finde große Taten folgen. Ich würde dir was Tolles zum Anziehen kaufen. Als ich dich das letzte Mal einkaufen geschickt habe, kamst du mit einem Spruchbanner zurück. Was? Du hast meine Proklamation geklaut? Troll dich, Pharao. Schon gut, ich höre gar nicht zu. Warum nochmal hat es nicht geklappt mit uns beiden? Oh, welchen Teil meinst du mit nicht geklappt? Dass du unsere erste Verabredung verschlafen und dann nicht mal meine neue Frisur bemerkt hast, hätte ich ja noch hingenommen. Die Sache mit dem heruntergekommenen Restaurant, in dem es nur Kamelfüße gab, wäre auch noch irgendwie durchgegangen. Die Angeberei vor deinen Freunden. Na gut, wenn's sein muss. Aber als ich den Liebesbrief der Tochter des Pharao gefunden habe, war's echt vorbei. Hey, wir leben in einer freien Gesellschaft. Was kann ich denn dafür, wenn mir die Tussi einen Brief schreibt? Das sind nicht meine Worte, das steht da wirklich. Lest selber, Tussi. Ich hab's nur gesagt. Okay, warte. Was kann ich denn dafür, wenn mir die Tussi einen Brief schreibt? Hättest ihn ja nicht öffnen müssen. Ja, komm. Du weißt ja gar nicht, was du ohne mich verpasst. So, so. Was verpasse ich denn? Oh Gott. Ich hätte mit dir unter deinem genießen, Mann. Komm. Baby,
Ich würde dir heiße Nächte bescheren. Heiße Nächte? Das passt halt schon hier, diese Sprüche. Tut mir leid. Das letzte Mal, als du mich zum Schwitzen gebracht hast, war, als du die Rechnung im Restaurant nicht bezahlen konntest. Ich glaube eher, du brauchst eine kalte Dusche. Okay, das war so richtig schöne Abfuhr. Ja. Das hatten wir ja schon, warte mal. Du weißt ja gar nicht. So? Eines Tages bin ich ein reicher Mann und dann wird es dir leid tun. Ich bin die Tochter des arabischen Botschafters. Ich könnte alle reichen Männer der arabischen Welt haben. Okay, das war auch nicht wirklich besser. Na gut, egal, wie dem auch sei. Ein wahres Wunder der Natur. Wir müssen leider hier beenden, die Folge. Oder andersrum, die Folge hier leider beenden. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall lustig auch schon mal wieder. Ein paar Stellen. Und ich würde sagen, bis gleich in der nächsten Folge. Von daher, bis dahin. Ich bin raus, euer Star. Haut rein. Und ciao.